Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin die Silke. Wir bewegen unsere Wirbelsäule. Wir trainieren die Muskulatur, die die Wirbelsäule streckt und beugt und dreht. Und natürlich trainieren wir unsere tiefe Rumpfmuskulatur. Wir lernen uns von vorne Becken und Rücken zu stützen. Viel Spaß dabei. Zu Beginn. Stell die Füße einfach mal etwas weiter als hüftweit auf und schüttel deine Beine kräftig aus und die Arme auch. Und roll die Füße ab und beweg dich von einem Bein aufs andere. Schwinge mit dem Körper hier so ganz gelöst und locker mit. Die Schultern hängen an den Seiten auf, die Arme locker nach unten. Und wir beginnen, die Schultern zu kreisen. Das ganze System wird jetzt mobilisiert, ein bisschen aufgewärmt. Und stell dich dann hüftweit auf. Die Hüftgelenke sitzen hier, nicht hier außen, also hüftweit. Komm auf der ganzen Fußsohle rechts und links gut an. Fahr das Brustbein hoch. Wir unterstützen uns von unten. Heb den Beckenboden an und lass den Bauchnabel zur Wirbelsäule fließen. Beginne einzuatmen, die Rippen bei flachem Bauch zur Seite zu schieben. Arme weiten. Auszuatmen. Schließen die Arme mal nach vorne. Einatmen, öffnen und ausatmen, Rippen schließen. Lass deinen Kopf aufsteigen und deine Schultern locker. Noch zweimal. Und noch einmal. Atme ein, streck dich leicht, die Arme gehen nach oben. Atme aus, öffne die Arme vor dir nach unten fließen lassen. Atme ein, streck dich leicht. Atme aus, öffne die Arme vor dir. Auch hier noch zweimal. Und noch einmal. Atme ein. Mit dem Ausatmen fließ mir hin eine Rumpfbeuge, gib in den Knie nach, der Kopf hängt. Und im Einatmen rollst du dich in den Stand. Und mit dem Ausatmen dich wieder nach vorne zu beugen, Fersen tief. Einatmen, fahr das Brustbein hoch. Noch einmal in die Beuge ausatmen und mit dem Einatmen streck dich. Arme nach vorne, Becken nach rück. Atme ein. Atme aus. Beug dich jetzt nach vorne und häng nach unten durch. Und zieh dich jetzt deinen Bauchnabel hoch. Rolle zurück in deinen Stand, in deine aufrechte Position. Kreise die Schultern auf. Und dann geh an das vordere Mattenende. Wir kommen jetzt in den Sitz und die Füße hüftweit aufgesetzt. Ziehst du dich auf deine Sitzhöcker hoch. Blick geradeaus. Atme ein. Mit dem Ausatmen verlässt du deine Sitzhöcker nach rück. Beug das Becken und dann den ganzen Rumpf. Brustbein fällt tief. Komm mit dem Einatmen wieder hoch. Streck das Brustbein zur Decke. Lass die Schultern locker. Ausatmen, wieder alles vorne schließen. Fühl hier so einen inneren Energiering. Und mit dem Einatmen rollst du wieder zurück. Noch zweimal. Jetzt unterstütz dich an den Oberschenkeln. Rück und fließe über die Beuge in die Rückenlage, setz die Fersen etwas näher ans Gesäß. Zwischen deinen Knien ist der Abstand deiner dicken Faust. Und roll das Becken in die neutrale Position. Brustkorb ruht auf der Matte. Du hältst die Wirbelsäule in ihrem welligen Verlauf und das Becken in der neutralen. Wir sind natürlich ausgerichtet und hab das Gefühl, dein Hinterkopf fließt immer zur Wand hinter dir.
Arme wieder lösen, aufstellen, einatmen, flach der Bauch, Rippen weiten, Arme öffnen, ausatmen, Arme in die senkrechte Position zurückfließen lassen. Rippen weiten, Rippen schließen, Schultern, Nacken locker lassen. Noch zweimal. Atme ein, leicht nach Rück, halte die Rippenbögen auf der Matte und mit dem Ausatmen fließen die Arme nach vorne, der Blick geht mit, du rollst hoch in die Beuge von Hals- und Brustwirbelsäule. Das Becken hält die Länge und roll mit dem Einatmen wieder ab. Ausatmen, wieder nach vorne, lass den Scheitel hoch zur Decke fließen und roll mit dem Einatmen wieder ab. Das Becken bleibt in der Länge. Und noch zweimal. Das Kinn fällt zum Brustbein, das Brustbein fällt zum Becken. Über einen entspannten Schultergürtel abrollen. Und ein letztes Mal. Roll jetzt ab. Und leg die Arme hinten ab. Die Rippen fallen nach unten. Jetzt hast du hier einen guten Zug. Bei Schulterproblemen lass die Arme neben deinen Rumpf ablegen. Atme ein. Mit dem Ausatmen rollst du über die Beckenbeuge hoch ins Bridging. Und das Brustbein bleibt unterhalb vom Becken. Atme ein. Mit dem Ausatmen fällt das Brustbein tief, Arme, Hinterkopf liegt auf, von oben Wirbel für Wirbel ab- und ausrollen. Ausatmend hochrollen, ins Bridging und mit dem Ausatmen auch abrollen. Noch zweimal. Fühl dir deine ganze Fußsohle auf der Matte. Und jetzt bleibst du mal oben im Bridging. Gib nur im Brustbein nach und beginne immer eine Seite vom Becken mal kurz loszulassen. Deine Brustwirbelsäule nach rechts und nach links schön zu drehen. 4, 3, 2, 1. Von oben ab und ausgerollt, halt das Becken in der Länge. Arme fließen nach vorne, Blick geht mit, kommst du wieder hoch in die große Rumpfbeuge. Das Becken hält die Länge. Leg jetzt die Arme hier ab, den Blick nach vorne halten, rolle über einen entspannten Schultergürtel zurück. Und die Schultern, die fallen auf, der Kopf, der rollt nach rechts, nach links. Ganz entspannter Hals und Nacken auch. Heb den Beckenboden an, die Bauchdecke fällt, das Becken von allen Seiten muskulär gut gestützt. Fließt das rechte Bein in den rechten Winkel, folgt das linke. Und dann darfst du immer eine Fußspitze nach unten auf die Matte tippen, komm zurück, das Becken hält die Länge, dann die andere. Stütz dich von vorne, fühl deine Rippenbögen hier auf der Matte liegen. Im Lendenwirbelbereich hast du ein Luftpolster. Noch 4. Noch 3, noch 2 und noch einmal. Bleib in Position. Jetzt nimm die Hände unter deinen Kopf und wir kommen unterstützt in den Chest Lift. Kinn fällt zum Brustbein, Ellenbogen nach vorne ausgerichtet, Schultern ruhen. Darfst du den Kopf sanft in deine Hände drücken. Becken hält die Neutrale und aus der Position hier ziehst du auch, ohne dass sich das Becken mitbewegt, immer eine Fußspitze nach vorne auf die Matte.
noch einmal. Das eine Bein und das andere Bein. Jetzt schließt du da oben die Beine, roll in der Länge ab, leg die Arme im V ab. Atme ein, fließe mit den Beinen nach auf eine Seite. Das Becken löst sich auf der anderen. Die Schultern halten beide. Komm mit dem Ausatmen zurück. Atme ein. Ausatmen. Zurück. Der Bauch bleibt flach. Weitest du die Rippen? Und du schließt sie. Schließ sie. Und noch einmal die eine Seite. Und die andere Seite. Die Füße nacheinander wieder aufgesetzt. Beine, Becken jetzt kräftig ausschütteln. Mal tief einatmen und mit dem Ausatmen alles loslassen. Orte dein Becken wieder in der Länge und beginne es mal auf der Matte kreisen zu lassen, in die Beckenuhr fließen. Der Brustkorb ruht, die Beine stehen. Und nur das Becken ganz isoliert hier in kreisende Bewegungen zu bringen. Andersrum auch. Und dann komm in die Neutrale wieder zurück. Öffne mal das rechte Bein zur Seite, dass die Hüfte sich hier mal ein bisschen nach außen öffnet. Zurück und das andere Bein und noch einmal schließ jetzt die Beine auf der Matte, nimm die Fersen hoch und fließ mit beiden Beinen und dem Becken auf eine Seite, roll mit dem Kopf auf die andere und dann auch zur anderen Seite. Und zurück. Langes Becken, flach der Bauch, das rechte und das linke Bein in den rechten Winkel nehmen, schließe Knie, Füße, Hände an die Oberschenkel, Rückseiten. Tief einatmen, mit dem Ausatmen roll dich in den Chestlift hoch, die Beine strecken und hier einen Druck ausüben. Kinn fällt zum Brustbein. Beim Abrollen Schultern, Nacken lösen, atme ein. Atme aus, hoch in den Chestlift, hoch und wieder zurück. Noch zweimal, ganz lang das Becken halten und abrollen. Und noch einmal, jetzt halte hier die Position, leg wieder den Kopf in die Hände. Dreh auf die rechte Schulter, halte deine Mitte und beug das rechte Bein. Und dann zur anderen Seite. Crisscross. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch einmal. Die Füße wieder beide absetzen, nacheinander in der Länge abgerollt, Beine, Becken lockern, Hals und Nacken auch. Streck das linke Bein auf der Matte aus, nimm den linken Arm nach oben und zieh dich in die Länge. Dann gib der Dehnung wieder nach den Arm abgelegt, das Bein in der Länge halten, tropf die Kniekehle nach unten. Beckenrücken in der neutralen, in der Ausgangsposition. Nimm das rechte Bein in den rechten Winkel und du pendelst nach links, das Becken geht mit. Die Schulter bleibt, den Oberschenkel über unten außen den Kreis schließen lassen. Hier die neutrale halten. Kreist du das Bein
Und dreh die Wirbelsäule hier immer mit. Und noch einmal. Dann leg die Hände von oben auf das Knie und zieh dich nochmal lang. Öffne mal die Hüfte. Und nimm jetzt das Becken hier mit, dreh die Wirbelsäule forciert und fließ mit dem oberen Sitzhocker nach unten. Komm zurück, die Beine beide gut ausschütteln. Streck jetzt das rechte Bein, leg den rechten Arm ab und zieh dich hier ganz lang raus. Und wieder nachgeben, den Arm ablegen. Das Bein bleibt. Und Becken von allen Seiten gut gestützt. Bleibt in Position. Linke Bein in den rechten Winkel. Und nach innen fließen lassen. Nach unten. Hier die neutrale Beckenposition halten, wenn du das Bein über die Seite wieder nach vorne holst. Die Schultern ruhen satt auf der Matte. Noch einmal. Komm auch hier wieder im Stretch an. Öffne die linke Hüfte. Oh, lass die Wirbelsäule jetzt zur anderen Seite mal drehen hier. Und zurück. Füße wieder beide schön aufgesetzt. Beine, Becken kräftig lockern und lösen. Nimmst du beide Hände in die Kniekehle. Unterstützt das Aufrollen. Große Rumpfbeuge. Füße fließen nach unten. Und dein Brustbein steigt auf. Komm über die Beuge. Wieder zurück in die Rückenlage. Atme ein. Atme aus. Fließe wieder hoch. Kopf steigt auf und wieder zurück. Und noch zweimal. Nächsten Mal, jetzt bleibst du oben. Wir kommen im langen Sitz an. Mach dich wieder von unten leicht. Bauchdecke zieht nach innen oben und leg deine Hand Rücken rechts und links neben dir ab. Atme ein. Lass die Beine gut geschlossen. Komm mit dem Ausatmen in die große Rumpfbeuge nach vorne. Und roll wieder hoch, die Wirbel übereinander stapeln. Einatmen, ausatmen, wieder nach vorne fließen. Der Scheitel zieht nach vorne, der Bauchnabel nach rück. Und komm wieder hoch. Noch zweimal. Und ein weiteres Mal. Jetzt halte mal hier die Position, leg den rechten Arm über das linke Bein und öffne dich. Schultern gelöst, komm zurück und öffne die andere Seite. Und noch einmal. Roll dann wieder hoch. Wir kommen zum Vierfüßlerstand. Sortiere die Hände und die Knie im Abstand deiner Rumpflänge und fließ mit dem Schultergürtel über die Hände. Pass auf, dass du die Handgelenke nicht überstreckst und belaste ein bisschen mehr die Kleinfingerseite. Ellenbogen bleiben weich und das Brustbein fließt nach vorne und steigt dann mit dem Hinterkopf auf. Die letzten beiden Rippenbögen lass zur Decke scheinen.
Von vorne wieder gut gestützt. Atme ein. Mit dem Ausatmen fließen wir hier in die Balance. Und andere Seite, linker Arm, das rechte Bein. Und noch einmal im Wechsel. Und die andere Seite. Jetzt zieh dich in die große Rumpfbeuge. Komm weit nach rück. Becken, Rücken strecken, nach vorne hoch. Nicht die Handgelenke überstrecken. Und wieder über die große Rumpfbeuge. Weit nach rück. Becken, Rücken strecken. Nach vorne hoch. Noch zweimal. Und noch einmal. Komm wieder zurück in der neutralen. Öffne deine Knie an die Mattenränder und du darfst auch hier wieder mit dem Hinterkopf und dem Brustbein aufsteigen und die letzten beiden Rippenbögen auch. Fließ jetzt hier mit einem Arm mal auf, lass Schultern locker und nicht verkanten im Schultergürtel, sondern lass ihn auf. Komm zurück und dreh dich einwärts. Der Blick zieht immer mit. Öffne. Und dreh dich einwärts. Noch zweimal. Und noch einmal. Nimm beide Hände nach vorne. Streck dann erst das Becken nach rück. Und häng mal in einer Brustwirbelsäule durch, soweit du ein gutes Gefühl hast. Dann komm mal auf deinen Fersensitz und lass die Hüften hier leicht geöffnet. Lehn dich hinten an die imaginäre Wand. Nimm die Arme in die Weite und fließe mal auf die eine Seite. Und öffne auf die andere Seite. Und öffne. Und noch einmal eine Seitbeuge. Und die andere Seite. Komm dann wieder auf deine Hände in Position und dreh dich außen. Und jetzt mit dem anderen Arm hier durch den Stütz an. Ein letztes Mal. Und dann auf beide Hände die Knie wieder unter die Hüftgelenke setzen. Auf die Füße in ein umgekehrtes V. Jetzt geh mal mit den Händen etwas weiter nach vorne. Und wir ziehen jetzt über die große Rumpfbeuge, bis der Schultergürtel ungefähr über den Handgelenken ist. Und dann schieben wir uns wieder ins V zurück. Und dann wieder alles rund. Und zurück. Noch zweimal. Wandere mit den Füßen in die Mattenmitte, verlagere das Gewicht und roll dich wieder hoch in den Stand und lass die Schultern aufkreisen. Mit dem Einatmen streck dich, lass dich mit dem Ausatmen fallen, weiche Knie und roll wieder hoch. Noch einmal. Oh, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis dahin.